Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, uns hat's mal wieder in den Norden verschlagen, ins eisige Ishgard, denn wir wollen unseren Maschinisten ein bisschen auf Vordermann bringen, so dass er einigermaßen bereit ist, wenn in ein paar Folgen Shadowbringers startet. Aber erstmal Stefanivien, so rum heißt du. Sag doch mal, was müssen wir machen, um Metall zu frühstücken? Stefanivien tüftelt an einer neuen Erfindung. Hast du dich an den Umgang mit der Feuerwaffe gewöhnt? Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Man kann Abstand zu seinem Gegner halten, um sie aus größerer Entfernung auszuschalten. Das ist besonders hilfreich im Kampf gegen fliegende Drachen. Leider haben das im traditionsbewussten Ishgard viele noch nicht begriffen. Hier gelten allein die Ritter mit ihren Lanzen und Schwertern als bewundernswert. Und wo wir gerade davon sprechen, da kommt ein Musterbeispiel von einem Ritter. Ach, diese Hitze! Dieser Gestank nach Rost und Eisen! Diese stickige Luft schnürt mir die Kehle zu. Das Einzige, das ich noch unerträglicher finde, ist dein bemitleidenswerter Anblick, mein Sohn. Diese schmutzigen Lumpen sind einfach nicht standesgemäß. Vater, bist du bloß gekommen, um mich zu verhöhnen? Dann hättest du dir den Weg wirklich sparen können. Nicht doch, mein Sohn. Als Direktor der Himmelsstahlwerkstätten muss ich doch ab und zu hier nach dem Rechten sehen, um mich davon überzeugen, dass die Entwicklung der Kriegsmaschinen vorankommt. Wenn wir die Drachen bezwingen wollen, dürfen wir uns keine Fahrlässigkeit leisten. Ha, ein schöner Direktor bist du. Lass dich gerade einmal im Monat hier blicken und wälzt sämtliche Verwaltungsaufgaben auf deine Diener Formelaut ab. Aber selbstverständlich. Was denn sonst? Dem einfachen Volk obliegt es, sich im Maschinenraum die Hände schmutzig zu machen, während der Adel das Schiff auf Kurs hält. Unsere Familie Halinjate gehört noch immer zu den vier hohen Adelshäusern Ishgards. Ich komme gar nicht so hoch mit der Stimme. Damit gehen Verpflichtungen einher, auch wenn wir durch eine Reihe unglücklicher Zufälle an Kampfkraft und Einfluss eingebüßt haben und uns nun notgedrungen mit weniger rühmlichen Aufgaben beschäftigen müssen. Doch bald werden wir unser Haus zu altem Glanze führen. Dafür, mein Sohn, ist es wichtig, dass du den Umgang mit Lanze und Schwert übst und dir einen ruhmreichen Namen als Ritter verdienst. Vater, sieh doch ein, dass die Maschinentechnik unser Leben verändern wird. Ishgard braucht Maschinisten. Wenn wir in alten Denkmustern verharren, können wir die Anforderungen der neuen Zeit nicht erfüllen. Allmählich werde ich deine albernen Träumereien überdrüssig. Beeindrucke mich lieber mit Taten, anstatt Worten. In Kürze veranstaltet die Kurie ein Turnier. Ich möchte, dass du daran mit der Lanze teilnimmst und gewinnst. Ishgard soll sehen, wozu ein Spross der Familie Halinjate imstande ist. Tja, zu meinem Vater habe ich eine etwas zwiespältige Beziehung. Und so wie er, denken leider die meisten Ishgarder. Altmodische Dickschädel, alle miteinander. Um wenigstens einige dieser Dickschädel zu überzeugen, entwickle ich gerade eine neue Maschine, wofür ich noch ein seltenes Bauteil benötige. Rostental, Joey und ich wollen in den Regenfängenring danach suchen. Kommst du mit? Nebenbei kannst du unten die Sonne von Laloske nach Lust und Laune mit deinem Karabiner üben. Hier in der Stadt verursacht der Lärm und der Rauch schnell Unmut. In der Wildnis stört sich niemand daran. Klingt doch nach dem Plan. Also, dann auf zu den Regenfängerinnen, wo auch immer die sind. Jetzt gucken wir erstmal, wo das sein soll. Ich habe noch nie was von Regenfängerinnen. Ach doch, in Laloske. Okay, hat er ja gesagt. Laloske. Also, bis gleich. Okay, Rostental ist schon da. Captain, mein Captain? Hatte ich Stefanivien auch in diese von Göttern verlassene Gegend gelockt. Er ist der Meinung, dass hier viele Überreste von zerstörten Magitek-Kampfmaschinen der Galeer herumliegen. Allerdings würden sie alle schon vor 5 Jahren zerstört.
Ich weiß ja nicht, ob davon überhaupt noch irgendwelche Bauteile verwendbar sind. Aber da wir schon einmal hier sind, wollen wir uns natürlich umsehen. Sollten uns Monster dabei in die Quere kommen, kannst du an ihnen deine Schießkünste demonstrieren. Also, wo müssen wir hin? Ah, da hinten. Hast du was gefunden? Danke, dass du gekommen bist. Da fühle ich mich doch gleich viel sicherer. Mit so vielen Monstern hätte ich gar nicht gerechnet. Hoffentlich lohnt sich das Risiko. Oh, nein. So, den haben wir weg. Okay, ich glaube, das haben wir erledigt. So, der nächste, mit dem wir reden müssen. Das ist jetzt aber gerade ein bisschen... Joey, du stehst da gerade neben einem großen Metall-Mehltau-Gobo. Ich warte mal gerade Blatt für dich. So, nichts zu danken. Wie gütig von euch, mich zu beschützen, werte Dame. Also, Entschuldigung, das ist ja eine Frau. Ach, wie gütig von euch, mich zu beschützen, werte Dame. Oh je, schon wieder so ein garstiges Monster. So, die hätten wir auch erledigt. Und, Captain, mein Captain. Ich glaube, ihr müsst ja keine Sorge haben, oder? Wie ich sehe, kommst du ganz gut allein zurecht, Mädel. Oh, was für ein fettes Biest. Dein Einsatz, Tara. Du schon wieder. Habe ich dich nicht gerade Blatt gemacht? Oder war es dein Bruder? Egal. War nicht wieder Blatt. Ja, erstmal hier. Bumm! Explosion. Okay. Den großen haben wir jetzt hier auch erledigt. Ich glaube, ich habe übrigens was gefunden, Rostal. Gute Darbietung, Mädel. Ich würde sagen, du kannst dich bald an fortgeschrittenen Schießtechniken versuchen. Sag! Haben mir meine alten Augen gerade einen Streich gespielt oder hast du da etwas aus dem Magen der Bestie gefischt? Da hol mich doch eine Seehexe, ein mechanisches Bauteil. Das sollte sich Stefanivien mal ansehen. Stefanivien? Guck mal, was ich hier gefunden habe. Sein Magitech-Gyroskop Nummer 40, 41. Ja. Immer noch nichts. Den ganzen Aufwand hätten wir uns sparen können, obwohl du immerhin Gelegenheit zum Training hattest. Hast du dabei irgendwas Interessantes gefunden? Ja, ich habe hier was. Das befand sich im Magen des Monsters, das du erlegt hast? Aber das ist ja ein Magitech-Gyroskop Nummer 41. Genauso eins habe ich gesucht. Also ich bin relativ sicher, XL1 ist in römischen Zahlen für 41. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, was es wirklich bedeutet. Bin ich gespannt. Aber es müsste eigentlich, ich glaube, L steht für 50. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Herzlichen Glückwunsch, junger Herr. Tara, du bist für wahr die Retterin der Werkstatt. Ich danke dir. Ein Schatz aus dem Magen eines Monsters? Das nenne ich einen Volltreffer. Ja, ich kann unser Glück kaum fassen, aber es war nicht nur Glück. Eine solche Bestie ist nicht leicht zu erlegen. Tara, du hast eine glorreiche Zukunft vor dir. Danke, Tara. Ich kann es kaum erwarten, den Prototypen fertigzustellen. Zurück zur Werkstatt! Ihr habt ihn gehört. Zurück zur Werkstatt. So, mit meinem Karabiner sind wir jetzt auch durch.
So, hast du schon den Prototypen? Danke für deine Hilfe. Nun kann ich den Prototypen meiner Erfindung fertigstellen. Okay, das heißt, er hat ihn noch nicht. Auch wenn das noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Konzentriere dich, du dich so lange auf deine Ausbildung. Rosenthal meint, du seist bereit für die nächste Schießtechnik. Probier mal, wie du damit zurechtkommst. Was kriegen wir denn? Wir kriegen sauberer Schuss. Du führst eine physische Attacke aus Attackwerk 100. Bei verbesserten sauberer Schuss 240. Wenn Spezialprojektil geladen, Attackwert. Okay. Rosenthal bringt dir eine neue Schießtechnik bei. So, und damit haben wir eine neue Schusstechnik, die wir dann natürlich auch sofort ausprobieren werden. Also halt in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, und vor allem nicht Shadowbringer, dann am besten abonnieren und das Glöckchen läuten. Und über ein Däumchen freue ich mich natürlich auch immer. Also, wir sehen, hören und spielen uns. Ciao, ciao.